Servus Leute, herzlich willkommen zur ersten FC Bayern München Karrierefolge für euch auf YouTube. Meine erste Karriere in FIFA 17. Ich starte eine Karriere für euch hier in FIFA 17 mit den FC Bayern München. Und das ist auch gleichzeitig meine erste Karriere für euch in FIFA 17. Und hier unser Name wird auf jeden Fall Luki Perni. So, dann haben wir auch schon alles eingestellt und dann geht's schon weiter zu meinen Einstellungen. Ich hätte gesagt, wir spielen zuerst mal hier auf Profi, falls wir wirklich so dominieren sollten, so mit 4-0 immer gewinnen. Dann stelle ich es auf Weltklasse hoch, was aber eher nicht so passieren wird. Hier, die Halbzeitlänge lasse ich zuerst mal hier auf den 7 Minuten. Falls es ein bisschen zu kurz wird, können wir auch auf 8 bis 10 Minuten stellen. Und sonst hier gehen wir noch kurz in die Champions League und fügen uns da mal ein. Und zwar hier auf jeden Fall für Darmstadt. So, und das sind die Gruppen. Wir spielen in der Gruppe B gegen Real Madrid, Ajax Amsterdam und Spartak Moskau sollte das sein. Und dann gehen wir hier auf jeden Fall gleich mal zu weiter und er lädt erstmal die Aktualisierungen runter. Und wir haben auf jeden Fall die aktuellen Kader heruntergeladen und nun sind wir auch schon Trainer beim FC Bayern München. So, wir haben zuerst mal hier eine Turniereinladung erhalten und wir nehmen hier auf jeden Fall das mit der größten Belohnung und das ist der Asian Elite Cup. Unter anderem FC Bayern München, natürlich wir und Atletico Madrid dabei, die auch hier auf jeden Fall in unserer Gruppe sind. So, und zuerst schauen wir uns hier die Ziele an. Als erstes wollen wir, beziehungsweise der FC Bayern Vorstand will, dass wir den Pokalsieg im deutschen Pokal und in der Champions League erreichen und natürlich in der Liga Meister werden, was natürlich eigentlich keine schwere Herausforderung sein sollte. Vielleicht könnten wir sogar mit dem zweiten Platz immer noch beim FC Bayern Trainer bleiben, aber ich denke mal, darunter wird es schon schwer, den Job zu behalten. Dann bei Nachwuchsentwicklung verpflichte ein Spieler in der Jugendakademie, Position Verteidiger. Das ist eigentlich nicht so eine schwere Herausforderung. Und dann verpflichte ein Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden, für die Profilmannschaft und sorge für einen Einsatz in 5 Spielen, Startelf oder Auswechslung. Natürlich Einwechslung. Auch nicht schwer, aber das kann wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern, auch wenn es kurzfristig ist. Dann hier, Markenpräsenz. Erziele in einer Saison 200 Millionen Euro Einnahmen aus Trikotverkäufen. Das ist auf jeden Fall schon eine Menge, nur noch 222 Millionen Euro für Neymar. Also da sind wir auf jeden Fall nicht weit von dem Transfer entfernt. Dann bei Finanzen, beende die Saison mit einem Gewinn von 75 Millionen Euro. Sollte ja eigentlich auch machbar sein, keine schwere Herausforderung. Und dann hier nochmal Erfolge national. Und Erfolge international, natürlich kontinental. Ich weiß auch nicht, warum das nicht international heißt. Ja, das habe ich eigentlich hier schon vorgelesen. Könnt ihr euch ja kurz nochmal anschauen. So, dann schauen wir uns mal unser Budget an. Da haben wir so um die 100 Millionen Euro und auch um die 500.000 Gehalt. Also auf jeden Fall eine Menge. Hier auf jeden Fall noch ganz kurz die Mannschaft. Ich hätte gesagt, ich stelle die Mannschaft jetzt noch ganz kurz um.
So, und das wäre hier die Aufstellung in einem 4-3-3 halten. Standard natürlich. Und hier vorne auf jeden Fall Robert Lewandowski. Die Flügel sind Ribéry und Robben. Dann hier das Mittelfeld mit Thiago Vidal und Renato Sanchez, der hier eine 77 hat. Der hat doch ein Potenzial von 90 ungefähr, glaube ich. Ich kenne mich mit Potenzial jetzt nicht so aus, aber das sollte so hinkommen. Dann die Verteidiger sind Alaba, Hummels, Boateng. Und Kimmich ist ja jetzt der Ersatz für Rafinha und Lahm. Eher der Ersatz für Lahm, weil Rafinha hat eigentlich letzte Saison gar nicht gespielt. Und dann hier noch Sven Ulreich im Tor, aber natürlich Neuer noch verletzt. Der kommt natürlich noch für ihn dann rein. Der sollte dann bis zum Saisonstart wieder 100% fit sein. Und ich würde mich jetzt gern noch auf die Suche nach ein paar Spielern machen. Und die zeige ich euch einfach gleich, wenn wir dann in der Wunschliste hier sind. Und dann sind wir auch schon in der Wunschliste angekommen und auf jeden Fall haben wir hier den wahrscheinlich zweitbesten Torwart auf der Welt, beziehungsweise in Europa, Gianluigi Donnarumma als Ersatz für Neuer. Und der könnte jetzt auch schon Sven Ulreich ersetzen. Auf jeden Fall wäre das eine gute Alternative zum Rotieren für Manuel Neuer. Dann hier die beiden Wunschrechtsverteidiger sind einmal Hector Bellerin und Lukas Klostermann. Also ich schätze mal beide so, also vor allem Hector Bellerin so zwischen 30 und 40 Millionen und Klostermann so um die 15 bis 30 Millionen ein. Und hier noch Yannick Carrasco ist hier vom Vorstand oder von dem Scout gesagt, sagt er, er ist 37 Millionen wert. Ich glaube, das kommt eher nicht so hin. Der könnte schon so um die 60 Millionen kosten. Und dann Alexis Sanchez ist so um die 55 Millionen wert. Das könnte schon ein bisschen eher hinkommen. Vielleicht noch so die 60 bis 65 Millionen. Das wären bisher meine Wunschspieler. Ich mache jetzt noch kurz die Scouts und dann sehen wir uns bei den Scouts wieder. So, hier sind erstmal die Scouts und dann schauen wir hier uns den Falke mal an. Ja, auf jeden Fall hat der den Klostermann als Auftrag von mir bekommen. Aber sonst sind da eigentlich nicht so interessante Spieler enthalten bei ihm. Bis auf Majoral wäre noch so ein Kandidat als Backup für Lewandowski, falls er sich mal verletzt, den können wir ja mal hier auf die Wunschliste setzen. Dann hier Vermeulen hat hier als Auftrag von uns Hector Bellerin zu beobachten und sonst eigentlich nur noch Diesenberger, der muss halt Gianluigi Donnarumma beobachten, aber sonst ist hier eigentlich nichts dabei. Und dann schauen wir hier mal bei Aufträgen. So, ich habe jetzt mal erstmal hier alle Aufträge gelöscht und dann gehen wir hier mal zuerst in den defensiven Mittelfeld. Und zwar haben wir da nur den Dorsch, ich glaube irgendwie Benedikt Dorsch oder so, ich weiß auch nicht, wie der heißt, und Renato Sanchez. Die reichen auf jeden Fall nicht aus, aber hier brauchen wir auf jeden Fall einen mit Stammspielerqualität und dann hier noch Weltklasse. So, das sollten seine Attribute sein. Und dann hier so 16 oder machen wir 21 bis 28 Jahre alt. Dann brauchen wir noch ein Backup für Robert Lewandowski und da brauchen wir einen Stürmer natürlich. Der sollte auf jeden Fall schon
Kopfbälle machen. Könnt dann ein Allrounder, und dann eine Starspielerqualität und vielleicht noch temporeich, was man natürlich auch als Stürmer braucht. Und dann hier machen wir einfach mal beim Alter so 19 bis, ja, machen wir auch so 28. Dann brauchen wir noch einen Innenverteidiger, da haben wir einfach Hummels und Boateng, die reichen einfach nicht aus. Die kommen nämlich auch schon bald in Richtung Karriereende, auch wenn sie noch, ich glaube, so 28 und 29 sind. Ich glaube nämlich, dass die nicht mehr lange bei uns bleiben und deswegen brauchen wir ja auf jeden Fall einen Kopfball-Spezialist, der defensiv orientiert ist, natürlich Stammspielerqualität hat und sehr schnell ist und dann natürlich hier kräftig noch, könnten wir auch, und dann noch Weltklasse ist. Hier können wir dann wieder so Alter, so 18 bis 27 mal, und dann haben wir schon mal hier drei Aufträge für die Scouts und dann machen wir hier gleich den nächsten, und zwar einen Flügelspieler, weil Robben und Ribéry sind kurz vor Karriereende. Ich glaube sogar, dass es bisher in jeder Karriere so ist, dass Ribéry, ich glaube, nach der zweiten oder sogar nach der ersten Saison schon seine Karriere beendet, und deswegen brauchen wir hier auf jeden Fall noch Flügelspieler bzw. Flügelstürmer, die auf jeden Fall Flanken schlagen können, die Distanzschüsse machen können und dribbeln, Stammspieler machen können, natürlich Tempo haben und ja, Spielmacher noch. Hier so irgendwie Weltklasse wäre jetzt zu übertrieben, aber das wäre es eigentlich von dem. Und dann gehen wir hier auch schon zum fünften Auftrag. Und das sollte eigentlich der zentrale Mittelfeldspieler sein, denn Vidal und Thiago, die sind irgendwie nicht so meine Spielertypen. Und da brauchen wir irgendwie schon die, also Leute, die im Angriff mithelfen, aber auch defensiv mitmachen. Also hier Allrounder. Ich habe jetzt eigentlich nicht, wieso ich das hier jetzt genommen habe. Dann hier auf jeden Fall sollten die auch aus der Distanz schießen können. Dann auch gut dribbeln können, Stammspieler sein können und dann hier vielversprechend. Und die sollten so zwischen 16 und, ja, gehen wir mal ein bisschen runter auf 26 Jahre alt sein. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Auftrag. Und zwar sollte das ein offensiver Mittelfeldspieler sein. Da fällt mir gerade so aus dem Kopf einfach mal so James Rodriguez sein. Aber das ist auch irgendwie nicht so mein Spielertyp. Deswegen brauche ich hier einen Allrounder. Einen, der auf jeden Fall auch Distanzschüsse machen kann, dribbeln, viel Tempo hat und, ja, was machen wir denn noch? Spielmacher, vielversprechend, ja, das war's. Und der sollte irgendwie so 16 bis 29 Jahre alt sein. Und das wären dann alle Aufträge für unsere Scouts hier. Ja, Tobias Falke und so weiter. Und dann gehen wir hier mal raus und dann schaue ich mal kurz, was ich denn jetzt noch machen könnte. Und ich habe schon mal Anfragen rausgeschickt zu Lukas Klostermann und Yannick Carrasco. Und Lukas Klostermann kostet einfach nur in Anführungszeichen nur
6,5 Millionen Euro. Also die können wir gerne auf den Tisch hauen. Vielleicht gehen wir eine Million runter auf 5,5. Auf jeden Fall wäre das ein guter Spieler für die Zukunft. Das Kimmich eigentlich auch ist. Aber falls er auch mal verletzt sein sollte, haben wir da auf jeden Fall einen guten Ersatz. Und dann hier noch Yannick Carrasco. 72 Millionen. Wir gehen mal ganz, ganz langsam ran mit 50 Millionen. Ist auf jeden Fall schon sehr viel, was die verlangen. Aber was wir jetzt schon hergegeben haben, 50 Millionen, das ist schon ordentlich. Hier sehen wir auch schon das erste Spiel mit der Mannschaft, was wir aber simulieren werden. Und zwar gegen Atletico Madrid. Aber ich gehe jetzt erstmal hier auf Transfers Spieler verkaufen und setze jetzt hier erstmal Spieler auf die Transferliste und Leihliste. So, dann sind wir auch schon fertig. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal Rafinha, Feldhahn, irgend so ein alter Spieler, der jetzt erst irgendwie so ein Jahr oder so bei uns hier ist. Dann Martinez, Rafinha natürlich, habe ich gerade schon erwähnt. Und Sven Ulreich habe ich die alle auf die Transferliste gesetzt. Eigentlich nur, weil erstens, die sind einfach nicht zu gebrauchen. Und zweitens, die werden schon sehr alt, bis auf Weinkauf. Aber der entwickelt sich wahrscheinlich bei uns nicht. Und deswegen kann man den verkaufen oder zumindest verleihen. Und ja, auf die Leihliste habe ich eigentlich nur ganz junge Spieler gesetzt, so zwischen 17 und 18. Außer Renato Sanchez, da er ja eigentlich jetzt schon ein Stammspieler in meinem Verein ist, da wir so wenig Mittelfeldspieler haben. Und ja, das war's eigentlich dazu. Und dann gehen wir eigentlich schon weiter ins Spiel gegen Atletico Madrid. So, und da ist es auch schon. Das Spiel gegen Atletico Madrid. Aber hier noch zuvor die Anfrage zu Hector Bellerin. Sie sagen 34,5 Millionen Euro. Da kann man auf jeden Fall mal ein Angebot für so 20 Millionen raushauen. Vielleicht sagen sie ja zu. Was ich aber nicht glaube. Und dann Alexis Sanchez ist unverkäuflich. Ich lege einfach mal so 50 Millionen auf den Tisch. Wurde ja auch in letzter Zeit in Verbindung mit dem FC Bayern gebracht. Aber jetzt ist der Deadline Day gewesen. Und jetzt kann der FC Bayern keine Spieler mehr kaufen. Aber hier in der Karriere im FIFA 17 könnte es soweit sein. Und mir fällt gerade was ein. Wieso geben wir denn einfach nicht noch hier irgendwie so einen Spieler, den wir nicht brauchen, wie Rafinha noch dazu? Der hat noch so 6 Millionen. Und bis 10 Millionen Marktwert geben wir einfach mal dazu. Und dann gehen wir jetzt schon mal ins Spiel gegen Atletico Madrid. Aber zuvor mache ich noch hier die Aufstellung neu. Auf jeden Fall die Top 11. Aber ich gebe mal jetzt hier noch Rafinha die Chance. Vielleicht kann er sich noch beweisen. Schauen wir mal, wie lange noch Neuer verletzt ist. Das kann man hier aber nicht schauen, glaube ich. Nee, schaut nicht so aus. Aber ich denke, das dauert noch so einen halben Monat bis Monat. Aber sonst hier eigentlich die Kadergröße auf jeden Fall sehr klein. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Ersatzspieler bzw. Reservespieler. Und dann hier noch 7 Ersatzspieler. Also 16 Spieler, die nicht draußen bleiben. Reinkommen natürlich. Bis auf die 7 haben 3 davon die Chance reinzukommen. Ja, auf jeden Fall kein großer Kader, aber ich hätte gesagt, wir lassen es jetzt erstmal so und gehen rein in die Partie.
beziehungsweise simulieren die Partie. Ich spiele dann heute das Spiel, beziehungsweise das Finale, wenn wir auch so weit kommen. Sollten wir eigentlich schon. Und dann geht's hier rein in den Asian Elite Cup gegen Atletico Madrid. Und wir spielen zu Hause, auch wenn es irgendwo in China oder Japan ist. Spielen wir zu Hause und da sollten wir gewinnen. Aber 4-0 war schon ein bisschen zu hoch. Und oh mein Gott. Erstmal hier, Lukas Klostermann hat RB Leipzig akzeptiert. Die 30 Millionen geben wir ihm. Und dann machen wir hier einfach mal künftiger Stammspieler. Und dann schaut es euch an. Atletico Madrid hat akzeptiert das Angebot von 50 Millionen für Yannick Carrasco. Ich hätte gedacht, dass die jetzt wieder so sagen, nee, die 72 Millionen, die wollen wir. Und sonst geben wir den nicht ab, aber die geben ihn einfach für 50 Millionen ab. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Da machen wir hier einfach mal so, ja, wichtiger Stammspieler. Da sollte das passen. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Und zwar hier. Hector Bellerin kostet 34,5 Millionen Euro. Wir gehen jetzt einfach mal ein paar Schritte hoch auf 27,5 Millionen. Ist ja nicht so weit entfernt. Vielleicht können wir da noch Rafinha abgeben. Hier ist er schon. Rechtsverteidiger gegen Rechtsverteidiger. What? Er hat einfach noch 7 Jahre Vertrag hier bei Arsenal. Ist ein bisschen komisch, dass der einfach bis 2024 bei Arsenal bleibt, aber ist er ja immer noch in echt bei Arsenal. Genauso wie Alexis Sanchez. Er ist so um die 65 Millionen wert. Wir machen jetzt mal 60 Millionen plus Rafinha. Und schauen mal, was sie dann sagen. Vielleicht bekommen wir ihn. Vielleicht aber auch nicht. Dann wird's aber auch nichts mit Yannick Carrasco. Sondern nur mit Klostermann und ja, Alexis Sanchez. Und dann gehen wir auch schon in die zweite Partie heute im Asian Elite Cup gegen Kashima. Auswärts. Wir können verlieren, aber ich denke mal, das ist ein schlagbares Team. Und wir gewinnen 3-2 und bleiben damit auch Erster anscheinend. Und ja, so ist es auch. Wir sind einfach mal 3 Punkte vor Kashima Antlers, heißen die. Und Atletico Madrid, was haben die denn gemacht, dass die einfach jetzt Letzter sind? Die haben einfach gegen Urawa Red Diam Punkt verloren anscheinend auch noch. Und hier haben wir 2 neue Nachrichten. Erstmal der Abschlussbericht zu Borja Mayoral. Aber da habe ich schon gesehen, der ist ausgeliehen an den VfL Wolfsburg. Also das wird wahrscheinlich erst nächste oder übernächste Saison was. Und dann hier ein Transferangebot für Jerome Boateng. 66,5 Millionen Euro. Nee, da will ich die 97,5 Millionen Euro auf jeden Fall sehen. Oder gehen wir mal ein bisschen risky und machen hier die 90 oder machen wir die 89,5 Millionen Euro. Vielleicht sagen die, ja, Jerome Boateng, 89,5 Millionen Euro kann man mal machen. Aber ich denke ja nicht. Aber vielleicht wird ja was, aber ich denke eher nicht, weil keiner wird für einen Spieler, vor allem nicht. Wer war es denn nochmal? Wer war es denn? Ich denke Atletico Madrid, oder? War es Atletico Madrid? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, ich denke nicht, dass die hier einfach 89,5 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legen. Und dann auch schon das letzte Gruppenspiel. Hier aber zuerst noch. Hier, what the fuck? Holy shit! Yeah!
Okay, Freunde. Yannick Carrasco und Lukas Klostermann können schon mal ins Team. Ich nehme auf jeden Fall zuerst mal Lukas Klostermann hier an. Da er ein Zukunftsspieler ist, Carrasco auch. Oder wir gehen erstmal hier auf Zögern. Und schauen mal nach Alexis Sanchez. Aber ich denke, die haben wieder abgelehnt. Auf jeden Fall nichts Neues reingekommen. Bis auf von Arsenal hier. Für Hector Bellerin einfach mal. Ich denke, es waren 36 Millionen, oder? Warte, das steht hier. Ne, 27 Millionen. Plus Rafinha für Hector Bellerin. Der hat noch eine große Zukunft und wird auch wahrscheinlich bei uns eine haben. Auf jeden Fall hoffe ich, dass er bald bei uns, beim FC Bayern München, spielen kann. Aber Freunde, ich denke, ich nehme doch jetzt hier Yannick Carrasco an. Denn ich denke wirklich, dass es nichts mit Alexis Sanchez in der Sommertransferphase was wird. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal angenommen. Und dann gehen wir hier gleich mal in die Partie. Und nee, das klappt einfach nicht mit ihm. Und Juventus Turin. Wow, 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 wow. Freunde, Freunde, Freunde. Ey, es ist schon hart. Es ist schon sehr, sehr hart sogar. Es ist sehr hart, Freunde. Aber ich gebe noch mal ein bisschen drauf, so 56 Millionen. Dann wäre ich dabei, glaube ich sogar. 56 Millionen für Jerome Boateng kann man auf jeden Fall machen. Aber ich denke sogar, dass die das annehmen. Aber zuerst bearbeiten wir hier noch die Aufstellung. Carrasco kommt jetzt erstmal hier rein. Wen haben wir denn hier noch? Klostermann hat eine 72. Ich denke, da lassen wir jetzt erstmal hier Joshua Kimmich spielen. Und wen haben wir denn noch? Haben wir sonst keinen? Ah ne, Hector Bellerin. Haben wir ja nur noch den Vertrag gemacht und nicht angenommen. Und Neuer immer noch verletzt. Wir können ja noch ganz kurz schauen, wie es mit seiner Verletzung ausschaut. Ob es noch ein, zwei Monate dauert oder ob er bald wieder fit ist. So, und hier steht es. Manuel Neuer hat eine Verletzung am Steil, eine Steißbeinfraktur. Wieder 100% fit in 6 Wochen. Also das heißt noch so, ja, 1,5 Monate ungefähr. Aber ja, so lange sollten wir auf jeden Fall noch mit Sven Ulreich klarkommen. Und ich hau jetzt noch ein Angebot für Gianluigi Donnarumma raus. Das habe ich ja komplett vergessen. What the fuck? Okay, Yannick Carrasco. What the fuck? Was ist das für ein Bug? Aber hier schauen wir jetzt mal nach Gianluigi Donnarumma. Hier ist er schon, der 17-jährige Top-Torwart. Und ich hätte gesagt, wir bieten jetzt einfach mal so 15 Millionen für ihn. Vielleicht haben wir ihn auch schon für 10 Millionen bekommen. Vielleicht bekommen wir ihn aber auch erst für 20 oder vielleicht sogar erst 30. Vielleicht ist er aber auch unverkäuflich. Das weiß man noch nicht. Aber jetzt geht's erstmal in die Partie hier gegen Urawa. Auswärts, nicht sogar zu Hause, da sollten wir also eigentlich gewinnen, vielleicht sogar zweistellig. Schauen wir mal. 3-0, okay. Robben mit einem Doppelpack und Thiago
Und Freunde, ich will mal euch fragen, findet ihr das gut, dass ich die Simulation gleich überspringe? Oder soll ich sie laufen lassen? Ich hätte gesagt, ich lasse sie jetzt bei den nächsten, beziehungsweise auch letzten Simulationen für heute laufen, damit ihr den Unterschied merkt, was besser ist. Und wir sind im Halbfinale gegen Inter Mailand. Können wir auf jeden Fall schlagen und wir bekommen nochmal 3 Millionen drauf. Also auf jeden Fall ein bisschen was. Und dann haben wir hier ein Transferangebot für Javi Martinez. Aber da will ich schon 30 bis 40 Millionen. Ich hätte mal gesagt 35 Millionen. Sagen wir mal. Ja, Mann, oh Mann. Das wollte ich nicht. Und ja, 35 Millionen für Martinez. Dann wäre ich auf jeden Fall bereit, ihn abzugeben. Und dann simulieren wir hier mal zum Halbfinale. Vielleicht kommt noch was rein. Da kommt was rein. Transferangebot. 32 Millionen. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt mal hier die 27,5 Millionen Euro. Und ja, dann würde ich ihn auf jeden Fall kaufen. Und Juventus Turin bleibt einfach bei den 81,5 Millionen Euro. Ja, ich will natürlich 181,5 Millionen Euro. Ja, immer noch nicht so nah an Neymar. Aber 83,5 Millionen, come on. Oder, kommt. Das nehmen wir einfach mal jetzt ab, weil ich denke, die werden einfach bei den 81,5 Millionen Euro bleiben. Und Hector Bellerin hat akzeptiert und dann haben wir hier einen neuen Rechtsverteidiger. What the fuck? Wir brauchen mehr Geld. Wieso habe ich denn jetzt, oh Gott, das war gerade so dumm. Obwohl, vielleicht wird ja Javi Martinez abgekauft. Auf jeden Fall nehmen wir hier jetzt erstmal noch Hector Bellerin an. Und dann haben wir einen neuen Rechtsverteidiger. Aber zuerst hier noch das Spiel. Noch als Rechtsverteidiger hier Joshua Kimmich. Und ja, Bayern München gegen Inter Mailand. Schauen wir mal, wie viel es ausgeht. Ich lasse es mal durchlaufen. 20 Minuten gespielt. Kondogbia kommt die gelbe Karte in der 19. Und Sanson verletzt sich, aber nicht so schlimm. Und Arjen Robben schießt das 1:0 in der 41. Minute. Und jetzt einfach nur die Führung verteidigen. Nur noch 10 Minuten und das sollte ein Sieg werden. Und so ist es auch. Wir stehen im Finale und das Spiel werde ich auch dann noch heute in dieser Partie gegen PSG einfach mal spielen. Und die Kopfhörer fliegen hier raus aus meinen Ohren. Aber hier Transferangebot für Christian Früchtl. Ja, Laie kann man auf jeden Fall mal machen. Auf jeden Fall 2 Jahre kannst du jetzt bei den Crystal United bleiben. Und dann hier Pressekonferenz kann man einfach mal machen. Da machen wir jetzt hier einfach mal Carrasco natürlich. Und motivieren ihn. Damit er auf jeden Fall hier sein Bestes im Finale gibt. Und wir haben ein Angebot für Douglas Costa. Und das kann man eigentlich schon annehmen. Vielleicht so noch auf die 35 Millionen hochgehen. Also die 3 Millionen, die hat auf jeden Fall, glaube ich, Atletico Madrid. Und Javi Martinez geht für 35 Millionen zum FC Barcelona und damit brauchen wir eigentlich einen neuen Innenverteidiger. Aber jetzt kommt hier erstmal
die Zusage von AC Mailand rein, dass sie ihn für so viel Geld hergeben wollen. Hallo? Und ja, 4 Jahre kann er auf jeden Fall bleiben. Machen wir eher mal künftiger Stammspieler. Weil wenn Neuer wieder reinkommt, beziehungsweise wieder fit ist, was er ja bald wieder ist, dann wird er nicht mehr so häufig zum Einsatz kommen. Aber wenn er dann, wenn Neuer vielleicht wechselt oder seine Karriere bald beendet, dann sollte er wieder Stammspieler sein. Und, ups, nicht simulieren. Ich bearbeite jetzt erstmal noch die Mannschaft. Und das sollte sie eigentlich schon sein. Obwohl, Kimmich lassen wir heute mal noch draußen. Hector Bellerin jetzt erstmal rein. Kimmich noch auf die Ersatzbank für Douglas Costa. Klostermann auch noch. So, für... machen wir denn hier raus? Ja, Juan Bernat. Dann... er könnte noch hier reinkommen. Eigentlich keiner mehr. Sind eigentlich die beiden, die wir jetzt nicht so gebrauchen. Aber ich hätte gesagt, wir machen mal in der Anfangself was anders. Und zwar kommt jetzt erstmal Carrasco raus. Den werde ich aber wahrscheinlich noch einwechseln. Und für ihn kommt Franck Ribéry rein. Und dann sollte das eigentlich die Elf sein, die im Finale des Asian Elite Cups gegen PSG ja ein paar Tore und vielleicht sogar am Ende gewinnt. Und Perni warnt vorm starken Carrasco. Das hat, glaube ich, noch keiner gelesen, irgendwie hier die News in FIFA 17, aber ich bin jetzt mal erste, ne? Hohe Erwartungen. Aber ist jetzt irgendwie nicht so geil. Also in FIFA 18 werden so die News auf jeden Fall geiler. Vielleicht mache ich noch ein News-Video dazu, aber ich denke mal eher nicht. Ihr könnt euch gerne mal irgendwie auf YouTube umsehen. Da solltet ihr auf jeden Fall ein paar andere Videos sehen. Und dann geht's auch schon los in die Partie gegen PSG. Hier gehen wir nochmal in die Einstellungen. Ich möchte hier gerne also 21.30 Uhr haben. Und ja, hier Profi auf jeden Fall. Also ich bin nämlich nicht so der Beste, was vor allem gegen die CPU angeht. Und ja, ich will noch kurz was sagen. Ich versuche, wenn ich ein Tor schieße, die Torhymne des FC Bayern München ja rein zu editieren im Schneideprogramm. Und ich muss mal hier was machen. Oder nee, ist wegen der Sonne anscheinend. Diese kleine Blase irgendwie oder so. Auf jeden Fall versuche ich die Torhymne rein zu editieren, aber jetzt laber ich einfach nicht lang. Und sag, rein geht's in die Partie. So, Finale des Asian Elite Cups. PSG, ja, Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Hört sich so an, als wäre das Stadion ausverkauft. Auf jeden Fall sehr voll das Stadion hier. Und hier sehen wir nochmal den kleinen Turnierbaum. Ich habe es jetzt gerade nicht so gesehen, gegen wen PSG so gespielt hat. What the fuck? Habt ihr das gerade gesehen? Seit wann ist es so, dass der Trainer einfach zum Friseur geht? Etwa FIFA 18 Secret. Hier sehen wir auf jeden Fall die Mannschaften. Das ist Hector Bellerin, Neuzugang. Beim FC Bayern München haben bisher, ich glaube, 3 haben wir geholt oder 4 sogar. 4 Neuzugänge geholt.
Und hier sind die Spieler beim Abklatschen. Franck Ribéry sehen wir hier neben Robert Lewandowski. Thiago Motta. Und hier. What the fuck? Wieso? Wieso ist mein Trainer, beziehungsweise ich, wieso habe ich so eine komische Frisur? Auf jeden Fall hier. Trapp im Tor, auch ein deutscher Spieler. Cavani, Draxler und Di Maria bilden die Dreierkette vorne. Dann hier Bayern, Ulreich, Bellerin, Boateng, Hummels, Alaba, Sanchez, Vidal, Thiago, Franck Ribéry, Robben und Lewandowski. What the fuck? Die Aufstellung war komplett falsch. Das geht gerade ab hier. Auf jeden Fall erstes selbstgezocktes Spiel in dieser Karriere. Ich hoffe, euch gefällt die Karriere. Und ja, viel Spaß bei den Highlights. So, los geht's. Die Partie. Und wir sehen uns jetzt auf jeden Fall bei den Highlights wieder. Oh, Di Maria auf Draxler, Matuidi. Wieder auf Thiago Motta und Matuidi mit dem ersten Schuss im 16er des FC Bayern Münchens. Hector Bellerin war es, glaube ich, fälscht noch den Ball ab, dass der Ball auch ins Aus geht. Jetzt aber noch die Ecke von Julian Draxler, zeige ich euch. Die wird anscheinend kurz ausgeführt. Nein, die kommt rein. Aber jetzt kann Bayern noch kontern. Alexis Sanchez. Natürlich nicht Alexis Sanchez, sondern Renato Sanchez. Auf Ribéry. Ribéry, Thiago wieder. Sanchez, aber die Verteidigung steht sicher. Oh, Alaba, super verteidigt. Sanchez, Ribéry. Ah, Lewandowski wird hier für mich gefoult. Chiri lässt aber weiterlaufen. Thiago Motta jetzt. PSG auf jeden Fall spielt hier zuerst den Ball sicher in den eigenen Reihen. Und jetzt Cavani mal mit einem Schuss. Da muss Sven Ulreich das erste Mal so richtig die Fäuste auspacken. Also nochmal Eckball von Julian Draxler. Die kommt wieder rein. Cavani. Ah, kann den Ball nicht behaupten. Jetzt aber nochmal Cavani. Aber Sven Ulreich hat den Ball wieder. Ah, schlechter Abwurf von Sven Ulreich. Und jetzt war er zu weit draußen. Die Bayern auf jeden Fall. Man sieht, dass die Nerven blank liegen. Ja, hier sehen wir es auf jeden Fall bei Thiago. Der schießt hier einfach Serge Aurier an. Matuidi. Auf jeden Fall PSG bisher die bessere Mannschaft. Hier aber noch ohne Neymar. Und jetzt mal hier Thiago. Will die Flanke bringen. Marquinhos geht aber dazwischen. Kevin Trapp bekommt zum ersten Mal in dieser Partie den Ball. Jetzt aber Renato Sanchez bekommt den Ball. Auf Lewandowski, Vidal. Was war das denn für ein Schuss? Das kann man nicht mal einen Schuss nennen, sondern das war einfach nur ein Pass. Cavani jetzt hier auf Matuidi. Julian Draxler, der deutsche Nationalspieler, macht aber nicht so eine gute Flanke hier in den 16er. Hier sehen wir ihn. Oh, Vidal wird gefoult. Und jetzt vielleicht den Freistoß schnell ausführen. Das macht Lewandowski auch. Ah, oh, Thiago, aber mit einem schlechten Pass. Di Maria wird hier fast gefoult von Alaba. Julian Draxler aber mit einem Schuss, der aber weit am Tor vorbeigeht. War aber nicht mal so weit. Den kann man auf jeden Fall mal machen. Aber jetzt hier Bayern muss auf jeden Fall hier mal ein Zeichen setzen, dass sie auch da sind.
Jetzt Julian Draxler nochmal, kurz vor der Pause. Matuidi spielt hier die Verteidigung aus. Matuidi, und da sitzt der Ball im Netz. Matuidi mit einem Longshot aus, ja, 16 Metern ungefähr. In den rechten oberen Winkel. Direkt ins Herz der Münchner. Auf jeden Fall ein wunderschöner Schuss von Matuidi. So, und dann steht's 1-0 für Paris Saint-Germain. Auf jeden Fall kein gutes Spiel bisher von Bayern München. Sie müssen auf jeden Fall jetzt in der zweiten Halbzeit zeigen, was sie eigentlich können. Aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Neuzugängen, die sich erst noch hier in der Mannschaft integrieren können. Ich kann mal wieder kein Deutsch. Aber ich denke, das könnte sogar noch ein Sieg für die Bayern werden, wenn sie sich jetzt hier mal konzentrieren. Wir stellen hier mal auf Offensiv und machen eher so alles oder nichts. Auf Arjen Robben. Der zieht nach innen. Das kann er ja gut. Das kann er ja gut. Und da steht Hector Bellerin und macht das 1-1. Da ist der wichtige Treffer für den ersten. Nee, nicht den ersten FC, sondern für den FC Bayern München. Super, auf jeden Fall hineingezogen hier von Arjen Robben, und dann steht Hector Bellerin richtig, legt sich hin und macht das Ding ins Tor hinein. Also 1-0, nee, natürlich 1-1 im Finale des Asian Elite Cups. Auch sein erstes Tor für den FC Bayern nach dem Wechsel von FC Arsenal zum FC Bayern. Und es geht in die Verlängerung. So, ich hätte gesagt, wir wechseln jetzt erstmal noch. Oder what? Es geht einfach schon ins Elfmeterschießen, meine Freunde. Holy shit, ich hätte gedacht, es gibt Verlängerung. Aber es geht einfach gleich das fucking Elfmeterschießen, Freunde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lassen wir alle schießen? Eigentlich kann man das schon so lassen, aber ich hätte schon Bock, dass Hector Bellerin gleich mal nochmal ein Tor schießt. Genauso wie Renato Sanchez, da will ich einfach nicht mit einem Linksfuß schießen. Zwar mit Robben, das will ich einfach nicht, der kommt auf jeden Fall als letztes dran. So, und hier so, hier so, hier so. Okay, und dann war's das. Ja, das war's. Und dann gehen wir ins Elfmeterschießen. Sven Ulreich muss gleich gegen Edinson Cavani ran. Ah, falsche Ecke vom deutschen Spieler. Freunde, ich mach das Ziel aus, jetzt hier. Hector Bellerin mit dem Treffer. Und jetzt Pastore. Kann auch verschießen, dann wir noch nichts aus. Ulreich aber wieder in die, ja, falsche Ecke. War es jetzt auch nicht. Und jetzt Robert Lewandowski. Robert Lewandowski macht das 2-2. Und jetzt Sven Ulreich. Ah, jetzt mal die richtige Ecke, aber trotzdem war nicht so lang. David Alaba, Linksfuß. Ich habe schon gesagt, mit Linksfuß schieße ich nicht, aber gerne. Jetzt schon wieder. Und jetzt wieder in der Partie. Pariert. Wer war das? Guedes, glaube ich. Und jetzt muss Renato Sanchez treffen. Renato Sanchez hat jetzt alles.
auf sich, aber er verschießt. Kevin Trapp hält. Und jetzt ist alles wieder ausgeglichen. Jetzt muss Munier treffen und er trifft nicht. Ulreich hält mit den Füßen. Und jetzt muss Franck Ribéry treffen, Freunde. Come on. Franck Ribéry. Ja! Da ist der Treffer von Franck Ribéry. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den Asian Elite Cup einfach mal so gewonnen. Und damit ja, sind wir Meister bzw. Gewinner des Asian Elite Cups. Und jetzt schauen wir mal an, wie wir hier den Titel geben, glaube ich, oder? Ist das jetzt? Oder ist das jetzt los? Ich kann nicht weiter drücken. Okay, was geht jetzt ab? Gibt es hier etwa keine Siegerehrung? Achso, hier gibt's gar keine, oder was? Sieht jetzt ja nicht so danach aus. Nö. Doch, hier ist sie. Vidal ist anscheinend der Kapitän. Und wird jetzt hier die Trophäe gleich in den Himmel ragen. Da ist er. Sieht aus wie der Champions League-Pokal. Und hier ist Arturo Vidal. Seine Mannschaft hinter seinem Rücken und da hebt er den Pokal in den Himmel. Da ist er, der Pokal, meine Damen und Herren. Vidal hat ihn in seinen Händen. Ich werde jetzt wahrscheinlich Champions abspielen, vielleicht aber nicht. Und noch das Mannschaftsfoto. So, mal hier als Mannschaftsfoto. Ich habe jetzt noch kurz die Facecam fürs Thumbnail ausgemacht. Und das war's einfach mal. Mit dem Asian Elite Cup, mit dem Vorbereitungsturnier. Und auch mit der ersten Folge der Bayern-Karriere. Ich versuche jetzt gleich noch ein Video aufzunehmen, das aber knapp werden kann, weil ich jetzt gleich wohin muss. Auf jeden Fall war es das. Hier nochmal der Turnierbaum. Sie haben einfach, also PSG hat einfach 3-0 auch gegen Atletico Madrid gewonnen im Halbfinale. Aber haben dann gegen uns 4-3 nach Elfmeterschießen verloren. Aber man muss sagen, PSG war schon ein Ticken besser als Bayern, also als wir. Also, ich hätte es auch Paris Saint-Germain gegönnt, aber naja. Wir sind der Sieger des Asian Elite Cups. Und dann gehen wir hier weiter. Und schauen mal, was wir denn so in der nächsten Folge alles machen werden. Hier gehen wir in den Kalender. August 2016. Ich hätte gesagt, wir spielen auf jeden Fall das erste Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen. Dann auch, ich hätte auch gesagt, spielen wir das Spiel gegen Schalke 04. Dann auch noch das gegen Ajax Amsterdam. Und dann zum Abschluss spielen wir nicht, sondern simulieren das Spiel gegen Ingolstadt. Und da war es das von der nächsten Folge auch. Und ja, so soll es eigentlich auch weitergehen. Hoffentlich. Vielleicht gewinnen wir auch die Champions League oder den deutschen Pokal oder auch die Meisterschaft. Und hier gehen wir nochmal ganz kurz drauf. Kein Glück in Frankreich. Okay, der hat noch keinen Spieler gefunden, aber 5 Millionen bekommen wir einfach durch den Asian Elite Cup. Und deine Asian Elite Cup Leistung. Glückwunsch zum Gewinnen. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Das wissen wir schon, dass wir den gewonnen haben. Und ja, hier nochmal kurz die Mannschaft. Die ist auf jeden Fall ein bisschen müde. Bis auf Ulreich alle fast. Ja, eigentlich schon alle in dem orangen Bereich. Bis auf Bellerin, Alaba, Boateng. Und
Ja, Carrasco ist jetzt doch nicht zu seinem Einsatz gekommen. Aber ich hätte gesagt, ich mache jetzt noch ganz kurz hier die Aufstellung für das Spiel gegen Werder Bremen. Ja, so passt das eigentlich. Und schauen wir noch mal ganz kurz, ob jetzt Neuer wieder fit ist. Nein, immer noch nicht. Sind noch so 2-3 Wochen anscheinend. Wir können ja noch ganz kurz schauen. Meine Stimme ist einfach tot. Ich nehme jetzt fast schon 1,5 Stunden auf. Und dann schauen wir mal, was der jetzt so mit Manuel Neuer ist. 5 Wochen nur noch. Obwohl, noch, ja, 6 Wochen. Eine Woche weniger. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, war's das für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, haut doch ein Like rein oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr mich so richtig unterstützen wollt. Würde mich auf jeden Fall unterstützen. Und dann war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!